Ist der Boom zu Ende oder geht es weiter mit den Liquid Alternatives? Ja, also unser Resümee war, dass der Boom auf alle Fälle weitergeht. Wenn man mal historisch zurückgeht, wie fing das eigentlich alles an mit diesen Liquid Alternatives? Da steht ja das Jahr 2008 immer noch ganz groß im Raum, wo die traditionellen Alternative Investments, also die Hedgefonds, gewisse Probleme hatten mit der Liquidität. Es gab da also diese sogenannten Gates und die Investoren kamen aus den Fonds nicht raus. Und dann hat man sich gesagt, Mann, wir brauchen hier wirklich was, einen anderen Zugang und wir müssen das regulatorisch gelöst haben. Und ab 2008 sind also diese Liquid Alternatives, also UCITS Funds, Alternative Investment Strategien in einem liquiden Format, haben sich mehr und mehr verbreitet. Wir haben jetzt mittlerweile etwa 1400 Liquid Alternative Funds, verschiedenste Strategien. Das Volumen liegt im Aggregat bei etwa 450 Milliarden und es steigt noch weiter. Was wir gestern auch feststellen konnten, aufgrund unserer Fachleute, die wir ja auf dem Panel haben, ist, dass eigentlich die Allokatoren, das heißt die Investoren und die Selektoren, dass die sehr zufrieden sind über diesen Pool von Alternative Investments Managern, die diese Liquid Alternatives anbieten, weil Nummer eins, es werden immer hochkarätigere Manager lancieren diese Fonds, vor allen Dingen aus dem asiatischen und aus dem amerikanischen Raum. Wir haben also eine Zunahme der Anzahl der Manager, die Qualität ist höher, die Fonds sind auch spezifischer geworden, es wurden mehr Kategorien abgedeckt, man hat in einer Kategorie auch eine höhere Auswahl, um da eine intelligente Selektion zu betreiben. Und was der wichtigste Punkt ist, dass eigentlich das Versprechen dieser Liquid Alternatives, also bis jetzt gehalten hat, nämlich sie sind liquide. Ja, es gab bisher noch keinen großen Crash, der das vielleicht hätte getestet hätte, aber auch die Diversifizierung und die Return-Komponente, ja, also das Alpha, was ja eigentlich jeder Investor will, haben die tatsächlich zum größten Teil bedient. Das heißt, wir haben auch eine große Historie, weil man schaut ja auch mal, wie hat sich eine Asset-Klasse entwickelt. Ja. Man kann eigentlich gar nicht mehr von einer Nische sprechen, sondern es ist eigentlich schon ein elementarer Baustein einer Asset-Allocation. Kann man das so sagen? Ja, es sollte einer sein. Ja? Und das ist eigentlich auch die Hoffnung. Also eine Zahl, die gestern auch erwähnt wurde, ist, wenn jetzt die Investoren nur 2% ihrer Equity-Allokation in die Liquid Alternatives gäben, dann würde das einem Zuwachs von etwa 200 Milliarden US-Dollar bedeuten. Das heißt also nochmal 40% zu Assets-Zuwachs. Ja. Und 2% sind ja nicht viel. Mhm. Ja, also man weiß heute, diese Liquid Alternatives, die diversifizieren tatsächlich, ist Nummer eins. Nummer zwei, man weiß heute auch, um einen tatsächlichen Diversifizierungseffekt zu haben im Portfolio, reichen eigentlich diese 1 oder 1,5% nicht. Ja. Man muss da schon also 10% plus in diesen Alternative-Strategien haben und das ist eigentlich der Weg und daher auch dieser Slogan Boom ohne Ende, weil dieses Wachstum wird noch weiter anhalten. Sie sind ja global unterwegs und haben viel, viel Wissen, wie sich das auch international vielleicht aufteilt, aber interessant wäre auch zu sehen, welche der institutionellen Investoren bevorzugt in diese Assetklasse gehen. Wir haben hier in Deutschland stark regulierte, weniger stark regulierte. Gibt es da so einen Move vielleicht so Richtung der Assikuranz, der Versicherer? Oder sind es eher die Family Offices oder die Pensionskassen, Sterbekassen, Stiftungen? Können Sie das diversifizieren oder ist das nicht so erkennbar? Gibt es da keine Zahlen zu? Ja, ist ganz klar. Also wenn man, ich sag mal, ein Family Office oder ein High Net Worth Investor ist, der hat natürlich auch die Möglichkeit, in die Offshore-Hedgefonds direkt zu investieren, was viele machen. Aber wir hatten gestern auch ein Family Office dabei von HPC, das Family Office von Hasso Plattner. Und die investieren auch zum Beispiel in UCITS, auch in diese Liquid Alternatives. Also nicht nur rein offshore. Aber grundsätzlich, wenn es sich um UCITS Funds und Liquid Alternatives
es sich dreht, dann sind das vorwiegend eben regulierte Investoren. Interessant ist auch der amerikanische Markt. Dort hat sich auch dieses Segment herausgebildet. Das heißt dort 40 Act Funds, nach diesem Investment Act 1940, 40 Act Funds. Die liegen größenmäßig etwa gleich auf wie die UCITS Funds, auch in dem Bereich von etwa 500 Milliarden US-Dollar. Und das ist eben der Pool von Liquid Alternatives, der regulierten Investoren dort zur Verfügung steht. Also ich denke, das war ein spannendes Panel. Vielen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an dieser Diskussionsrunde. Und ich freue mich auf ein nächstes Interview, vielleicht spätestens nächstes Jahr auf der AEC. Alles klar, Herr Birkenbach. Vielen Dank für das Interview.